Hallöchen, nächste Einheit Koordinationsleiter ist heute dran. Wie immer mit Henne an der Leiter. Ja, wir fangen heute an und versuchen das Ganze ein bisschen zu steigern im Verhältnis zum letzten Mal. Also, wir fangen an, außen an der Leiter, immer außen ein Kontakt und in der Leiter zwei Kontakte. Henne startet mal durch, macht es langsam vor. Also immer in der Leiter zwei Kontakte, außen neben der Leiter ein Kontakt. Genau, und dann auch versuchen, das Ganze ohne Pause zu machen und das Tempo zu steigern. Wie beim letzten Mal, versucht wirklich erstmal, es langsam zu machen, es richtig zu machen und dann, desto besser ihr es drauf habt, das Tempo dann zu steigern. Und dann sieht das hoffentlich irgendwann so aus. Ja? Ich will das Handy natürlich nicht in den Schatten stellen, deswegen bleibe ich jetzt mal besser hier stehen. Dann sieht das ein bisschen blöd für ihn aus. Okay. Kommen wir zur nächsten Übung. Jetzt versucht ihr immer links von der Leiter einen Kontakt zu machen, in der Leiter zwei Kontakte und rechts von der Leiter drei Kontakte. Schön auf dem Vorderfuß arbeiten, trotzdem versuchen im Oberkörper aufrecht zu bleiben. Sehr gut, Henne. Das könnt ihr dann natürlich auch, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wechseln. Das heißt, dass ihr dann auf der rechten Seite einen Kontakt macht, wieder in der Mitte zwei und auf der linken Seite drei Kontakte. Jawohl, sehr gut. So, jetzt beginnt ihr wieder neben der Leiter und überkreuzt immer vorne rum in die Leiter rein, geht auf der anderen Seite wieder raus und dann überkreuzt ihr wieder rein. Schön auf die Hüftdrehung achten, Oberkörper oben halten, jawohl, sehr gut. Das Ganze könnt ihr dann nochmal steigern, indem ihr abwechselnd vorne und hinten überkreuzt. Und dann natürlich auch wieder seitenverkehrt, muss Hände euch das glaube ich nochmal vormachen. Super. Als nächste Übung geht ihr seitlich durch die Leiter, habt aber dabei immer den rechten Fuß zunächst in der Leiter, der bleibt immer in der Leiter und der linke Fuß ist immer außerhalb der Leiter. Henne macht es euch vor, dann könnt ihr es am besten sehen, wie es funktioniert. Genau, also rechter Fuß immer drin, linker Fuß immer draußen und tritt einmal vor die Leiter und einmal hinter die Leiter. Und das Ganze wechselt ihr dann natürlich auch, sodass einmal der linke Fuß die ganze Zeit drin ist und der rechte Fuß immer vorne, hinten abwechselt. Sehr gut. Ja, Henne ist platt für heute. Den haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich bin gespannt auf euer Feedback dazu. Viel Spaß beim Nachmachen zu Hause. Ciao, ciao.